Ehre, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich natürlich. Ich bin noch ein kleines Filmchen schuldig. Und zwar von unserem Besuch beim Pfeifenhuber in München. Ich habe mich da mit dem Alex aus Wien und mit Michael aus Osnabrück nochmal getroffen am Nachmittag. Und wir haben ein bisschen den Pfeifenhuber unsicher gemacht. Ja, ich muss aber leider gestehen, ich habe keinen kurzen Filmsequenz oder Foto, wo das auch wirklich belegt, dass ich mit den beiden da war, aber geht es mal davon aus, dass das stimmt. ja, und wir waren da halt gemütlich zusammengesessen und haben was gegessen, was getrunken und sind dann zum Pfeifenhuber. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nicht daran gedacht, aber ja, ist ja nicht so schlimm. Aktuell rauche ich in meiner Danske Club. Ist, ja, würde ich sagen, mal ein kleines Töpfchen. Die habe ich mir, beziehungsweise ich habe mir meine Frau am Urlaub auf Gran Canaria geschenkt, wo wir Michael besucht haben auch. Und ja, da habe ich gerade den Savinelli Balkan drin. Also ein Spitzentabak mit Black Cavendish, Latakia, eine ordentliche Portion Orient und verschiedene Virginias. Leichte, milde Rauchigkeit vom Latakia, der Orient kommt stark durch, ätherisch, also wirklich top. Den habe ich mir mitgenommen beim Pfeifentreffen, beim Tabakwaren Bosch. Aufgrund Joes Video damals, da hat er, den Tabak auch einmal kurz vorgestellt und ich habe da gesehen, dass er da sich wieder Dose mitgenommen hat und dann haben wir gedacht, komm, jetzt probierst du den auch und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, wirklich ein sehr guter Tabak. Vielleicht mache ich da noch einmal ein Refill extra drüber, also mir schmeckt der hervorragend für Leute, die Orient Tabak geholt mit Latakia, ein ehrlicher Tabak ohne Aroma, spitze. Ja, ich tue euch jetzt ein paar Schnipsel, kurze Filmsequenzen vom Pfeifenhuber anhängen und dann stelle ich euch meine wirklich kleine, bescheidene Beute vor. Ich habe mir das sehr zusammengerissen, muss ich sagen. Ja, also dann viel Spaß dabei, bis nachher. Thank you.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen kleine Filmsequenzen vom Pfeifenhuber. Und jetzt möchte ich euch auch nicht meine kleine Beute, ja, möchte ich euch jetzt vorzeigen. Ich habe mir den Golden Flake, Virginia Golden Flake mitgenommen. Ich finde den spitzenmäßig. Verschiedene Virginias zu einem Bandflake oder Flakeband. Leichtes Orangen- und Honigaroma. Perfekt. Helmut, die Triebtäterpackung habe ich da gelassen. Die kannst du das nächste Mal mitnehmen. Ja, was hat er noch zu mir gefunden? Virginia Flake. Da bin ich gespannt. Kenne ich noch nicht. Wollte immer schon mal probieren. Schauen wir mal. Dann den Louisiana Flake. Bin ich auch mal gespannt. Ja, wollte ich auch immer schon probieren. Ich vermute, das wird was mit Virginia, Cavendish und ein bisschen Perique sein. Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch nicht nachgeschaut. Aber ich bin beim Huber, bei den Hausmarken, also sogenannten Hausmarken. Weil wenn ich da drauf schaue, ja. Kohlhase und Kopp, wie die meisten, aber sind Top-Tabake. Und dann möchte ich mich noch ganz herzlich bei Michael bedanken, Michael aus Osnabrück. Und zwar, der hat mir diesen Tabak, der hat halt gesagt: Pass auf, ich spendiere da einen Tabak, such da irgendeinen aus, egal. Und dann habe ich mich für diesen Tabak entschieden. Da ist auch der Joe ein bisschen schuld dran. Zwinker, weil er hat mir aber mal vor längerer Zeit eine sehr, sehr anständige Probe geschickt. Also ich konnte den ausführlich testen. Das waren 7, 8, 9 Pfeifen. Also es war wirklich 40, 50 Gramm Wahnsinn. Also, und mir hat der echt geschmeckt. Er ist ja, ehrlicher, leichter Tabak mit verschiedenen Virginias. Für mich all day verdächtig, ganz, ganz, ganz heftig. Also wirklich super Tabak. Vielleicht stelle ich den einen oder anderen Tabak vor, den ich da mitgenommen habe. Ja, gut. Wie gesagt, recht herzlichen Dank, lieber Michael, für den Tabak. Und dann habe ich mir halt noch ein paar Streichhölzer mitgenommen. Ja. Wenn man schon mal da ist, die reichen jetzt wieder Zeit. Was der Balkan gerne macht, das ist, den müssen wir, glaube ich, ein bisschen stärker stopfen. Weil der irgendwie, er brennt relativ schnell ab, wenn man den nicht so stark stopft. Also ein bisschen mehr verdichten in dem Fall. Habe ich auch erst rausfinden müssen. Am Anfang habe ich den ein bisschen locker gestopft und dann ist mir der relativ schnell runtergebrannt. Und natürlich auch, ja, sofern es geht bei Orient Latakia-Mischungen auch wärmer. Aber jetzt aktuell ein bisschen mehr wie handwarme Pfeife. Top. Ja, das war es dann eigentlich schon wieder. Wie gesagt, tut mir leid, dass es ein bisschen länger dauert hat. Momentan, ich will jetzt nicht jammern, ich bin froh. Ja, momentan arbeitstechnisch geht es voll rund. Auch privat habe ich viel zu tun. Ja, ihr wisst es ja selber, Garten. Und ich habe jetzt gerade vor, das mache ich jetzt im Anschluss zum Video. Die Garage ein bisschen umräumen, ein bisschen Ordnung schaffen, wieder ein bisschen mehr Ordnung ins Chaos zu bringen. Chaos kann man nicht wirklich sagen, aber ihr wisst es ja selbst, man nimmt was raus, man tut es wieder rein und irgendwie entsteht da immer ein bisschen Ordnung. Und ich habe es eigentlich ein bisschen Unordnung, so muss ich sagen, und ich habe es eigentlich immer ganz gern ziemlich ordentlich. Also damit ich weiß, genau weiß, wo muss ich hinlangen.
wenn ich das oder das benötige. Ich bin scheinbar kein Genie, das das Chaos beherrscht. Bei mir muss das, ja, ich muss genau wissen, wo das ist, und oft suche ich dann trotzdem. Naja, gut. Bin ja ein bisschen abgeschweift. Ich wünsche dir dabei alles Gute, macht es gut. Habe die Ehre, pfiat euch. Servus, ciao, bis zum nächsten Mal.